Ja, einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Willkommen wieder zu einem kleinen Video. Wir machen wieder mal einen kleinen Roadtrip. Nenne ich es jetzt mal so, der Kollege fährt mit seinem Postgolf nämlich auf ein Treffen. Das ist, glaube ich, bei Frankfurt oder so. Bin immer gespannt, wie das Ganze da in Frankfurt ist. Ich war da noch nie gewesen. Das ist jetzt das erste Mal. Das ist ein Posttreffen, wo alle Postautos, die die Post mal hatte, in den 90ern und Co. vertreten sind. Ich werde euch da ein paar schöne Aufnahmen noch mit auf jeden Fall mit reinmachen. Angekommen. Bin ich jetzt mal gespannt, wo wir jetzt hingehen oder was jetzt passiert, was wir jetzt machen. Da steht's. Vorher raus, dass das hier schon richtig interessant sein wird. Ich war ja noch nie hier. Demzufolge ist jetzt umso interessanter. Ist auch schon gespannt, Sophia? Ja. Ich muss hier das Gebläse ein bisschen anlassen, weil erstens ist es extrem warm. Oh, guckt euch das an hier. Garage. Also wer weiß, was das für ein Fatzkopf ist. Ja, nun da haben wir Wasser. So, viel Vorsicht. Hier kommen viele Fahrradfahrer. Guckt es euch an. Hier wird gerade gebaut. Sehr. Eins muss ich ja sagen, wenn man hier so auf die Autos zuläuft, die liegen schon geil auf dem Fußboden, muss man sagen. Ne? Ja, es ist zwar immer noch so dreckig, aber das Scheißding machen wir dann sauber von außen. Das sind noch keine Haie. So, ich warte jetzt quasi auf einen Kollegen. Der ist jetzt hier sein Auto sauber machen, weil die hier eine professionelle Außenreinigung machen und Innenreinigung. Kann man hier sehen, machen lassen. Da kann man quasi, wird von außen erst gereinigt. Muss man da reinfahren, sagt man, was man haben will. Dann läuft man hier so durch und dann kommt das quasi da drüben wieder raus und dann kann man da quasi wie das Außen saugen etc. pp. Ja, bin ich mal gespannt. Und ich warte jetzt hier quasi, weil ich fahre, ist mir zu teuer gewesen, wie andere Leute da irgendwas machen. So, natürlich 2 Euro der Sprit. 2 Euro hier der Sprit. Ja, demzufolge ist natürlich auch hier eine Menge los, ne? Eine Menge los ist hier. Aha. Das Ding ist schön. Hier fahren wir mal noch ein paar, die hier das quasi veranstalten. Sind zwar ältere Herren, wie ich das jetzt mitgekriegt habe. Geht zwar erst alles morgen los hier, das Ganze. Ja, achten die so ein bisschen drauf, wer hier was für ein Auto hinstellt. Das sind halt da hauptsächlich nur Postautos vorgesehen, wie sowas hier, ne? Wie sowas hier zum Beispiel. Das ist halt auch echt schick hier, ne? So, das ist echt halt wirklich sehr schick hier. Schöner alter Käfer. Das ist wirklich ein saftiges Teil, dass man so sagen darf. Ja, die das Ganze hier veranstalten quasi, die das Ganze hier so ein bisschen veranstalten. Haben wir vorhin jetzt schon kennengelernt. Einen kleinen Plausch gemacht. Echt nette Leute, muss man sagen. Ja. Wir stellen also mein Auto und der Kitty kommt dann natürlich weg. Den stellen wir dann hier vorne hin. Die Herrschaften schlafen auch in dem Teil da. Und ja, hier haben wir noch so ein bisschen was. Schönes Gefährt. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was das ist. Sieht aus wie ein Wartburg oder sowas. Schön Bus hier, das ist doch was Leckeres. Das ist was richtig was Leckeres. Ja, hier steht noch ein Kfz. Mercedes ist jetzt nicht so meine Baustelle, aber das hier. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben, wer sich an solche Autos hier noch erinnern kann, an solche Postautos. Vor allem, was hier alles so drinnen gewesen ist, weil das sieht hier so ein bisschen aus wie ein bisschen mehr hier. Hier so ein bisschen irgendwelche Zentrale drauf, hier oben ist so ein bisschen so ein Ding drauf. Hier drin ist auch so ein bisschen irgendwie was, wenn ich das jetzt richtig sehe. Hier ist noch so ein bisschen, ich glaube, das ist wieder zu hell. Der hintersten Ecke, aber wie gesagt, gerne mal mit einem Daumen nach oben, wenn ihr halt
mehr solche Sachen sehen wollt, solche Roadtrips, oder wenn ich mal mein Auto ausstellen soll, würde mich ganz gerne mal interessieren. Schöne Auspuffanlage schon mal drunter, sehe ich. Abgedunkelte Rückleuchten, Bohrbettfelgen. Aha, Dreitürer, das habe ich vorhin schon gesehen. Aber oh, diesmal nur ein Rohr. Das ist bestimmt von ATU, oder? Nee. Ja, das scheint hier schon ein paar Tage zu stehen, so wie der eingestaubt ist. Gerade im typischen Rost an Radläufen. GT-Ausstattung drin, vom anderen Kotflügel hat er bekommen. GT-Bremse, glaube ich, vorne zumindest. Nee. Hinten hat er auch Scheibe. Oh. Ja, weil große Bremsanlage vorne und Scheibenbremse hinten hat er eigentlich nur, eigentlich original, nur der GTI gehabt. Das kann man aber auch ganz schnell nachrüsten, indem man nämlich einfach nur die Augen verplatten. Deswegen will ich mich jetzt nicht festlegen. Und vor dem Golf 3 das Ganze zu verwenden. Scheibenbremse gibt es ja auch schon. 90 PS. Ja. Und Scheibenbremse von daher. Ja. Ja, wir machen jetzt hier. Sind jetzt hierher gefahren. Ich werde euch morgen wieder was zeigen. Und vielleicht nachher noch ein paar Aufnahmen vom Grillen oder sowas. Wir haben schon was draufgeschmissen. Ich mein Auto noch gar nicht gewaschen gesehen. Schönen guten Tag, Ordnungsamt. Ah, hier guckt mal, schön sauber das Ding. Was habe ich? Ja, das ist sauber. Die Seite sieht noch schön scheiße aus. Ja? Ja. Hab ich noch nie gemacht. Na dann, Dennis. Wird Zeit. Ja. Glänzt sogar ein bisschen hier, sogar auf der Kamera. So auf der Kamera glänzt der, ich werd bescheuert. Ja, moin moin zu einem weiteren Tag. Ich habe nicht so besonders gut geschlafen, sieht demzufolge auch schön zerstört aus. Das ist doch mal was Scharfes hier. Handy. Kaiserl, Deutsche Post. Ich habe extra so ein Emblem hier. Ist ja cool. Cool hier. Richtig faszinierend. Was haben wir hier noch so? Steht noch ein Käfer. Das ist ja geil. Sammlung.
genau bei diesem Modell hat hier bei mir alles angefangen. In diesem Auto. In diesem Auto hier. In diesem Auto. Steht noch mal ein Käfer. Unterhaltung. Ich habe euch ja jetzt ein bisschen was gezeigt. Ne, hier ist noch das Postkäfchen. Waren haben wir hier dann so ein bisschen hingestellt. War ja nur ein Treffen für echte, originale Postautos da. War von dem Museum. Waren das zwei, drei Autos gewesen, die sie da ausgestellt haben. Da war ein Polo war da gewesen, ein Polo CL Postauto, ein VW Bus T1 Bus, also wie schon hier vorne steht, von dem Privatmann. Ein T-Mobil Bus T4. Also von T-Mobil, so ein T4-Bus. Ja, und da drüben steht zum Beispiel auch noch ein Bus. Da drüben steht auch noch ein Bus gerade, aber der wird nicht ausgestellt irgendwie. Warum auch immer, weiß ich nicht. Ja, den haben sie nicht mit dazugestellt gehabt. Ja, und das war es dann eigentlich schon. Die restlichen Sachen waren von alles von dem Museum hier gewesen. Oder von den Veranstaltungsvereinen, sage ich jetzt mal so. Ich habe jetzt nicht den Fachbegriff dafür, ihr wisst, was ich meine. Machen uns dann auch so langsam startklar für die Abreise. Ich meine, es ist ja jetzt hier nicht mehr. Die anderen Leute sind schon alle gegangen. Er war jetzt gerade der einzigste noch quasi, der da jetzt zur Ausstellung stand. Die Besucher waren aber da gewesen. Was ich mal irgendwie ein bisschen suspekt finde oder was ich jetzt beobachte, die Pferde, die hier rumdackeln mit der Pferdekutsche. Jetzt nichts gegen den Verein oder so oder sowas. Oder ich weiß auch nicht, ich will mich da jetzt nicht in die Thematik einmischen, weil es sind Sportpferde oder sowas, extra mit so einem LKW hier angeliefert worden. Ja, die haben seitdem hier ab um 11 ging das hier mit Pferdekutschen-Dings los, ging das hier los. Eigentlich, so wie ich jetzt das gesehen habe, nicht irgendwie Pause bekommen gehabt oder sowas, weiß ich jetzt irgendwie nicht. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Bis zum nächsten Video. Also, ciao mit V. Bleibt gesund.